Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Favoritenvideo. Im letzten Monat gab es keins, diesen Monat gibt es wieder eins. Ich finde es auch ganz wichtig, mir zu sagen, das müssen ja auch nicht immer die neuesten Sachen sein, die man hier zeigt. Oder vielleicht zeigt man jetzt auch Dinge, die man schon vor 2 Monaten gezeigt hat. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil ich mein letztes Footage irgendwie noch hatte, das sind ein paar ähnliche Sachen dabei, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, was mir in der letzten Zeit so gefallen hat. Und es gibt eine Regel bei meinen Favoritenvideos, denn ich fange immer mit den Sachen an, die ich nicht in die Kamera halten kann. Und dieses Mal ist es eine Serie. Und ich habe sie geliebt, Leute. Ich habe die Serie geliebt. Loudermilk. Sam Loudermilk ist ein ehemaliger Musikkritiker. Denkt immer noch, er hat viel zu sagen. Hat es echt bunt getrieben, so in der damaligen Grunge-Zeit. Das Ganze spielt in Seattle. Aber der Typ ist so witzig. Alkoholiker. Und er hat auch so eine Gruppe für Alkoholiker, anonyme AA-Treffen, sagt man ja dazu. Und das ist so witzig. Also diese Typen, die da auch vertreten sind. Also die Serie ist so nah an der Wahrheit. Das ist das, was mir am meisten gefällt. Vor allem Sam ist halt einfach... Du darfst mit Sam nicht Streit bekommen. Wehe. Da entsteht irgendwie eine Diskussion. Der redet dich an die Wand. Und er kommt oftmals sehr unhöflich rüber. Und sehr, sehr rotzig, sagt man auch so ein bisschen, glaube ich. So die erste Sequenz, wo ich von der Serie geguckt habe, ich habe sofort weggebinged. Da gab es gar keine Pause. Und wenn du wirklich zur heutigen Zeit ein bisschen gute Laune brauchst, so ein, das ist so eine Serie, die man einfach so zum Ablenken anguckt und so, dann guck dir Loudermilk an. Ich kann es einfach wirklich nur empfehlen. Das ist super zum Lachen. Folgendes zeige ich euch nicht, weil ich so fancy bin und weil ich das so modisch finde. Nein, ich habe mich auf das kleinere Übel geeinigt. Ich habe halt so einen Riesenkopf, ne? Und wenn ich halt Mützen trage, also ich habe mehr als Hutgröße 60, also so die gängigen Sachen passen mir halt nicht. Und jetzt ist Mutti aber halt einfach auch schon ein bisschen älter und die Sonne tut halt schon stellenweise weh. Und jetzt gibt es mich halt gerade bei so volle Kanne Sommer und so noch mit Mütze. Ich halte das nicht aus. Mal von den Augen abgesehen, aber ich krieg so schnell Kopfweh. Und ja, das ist für mich halt einfach, ich finde es jetzt auch nicht mega krass, so Stylo-Milo. Nee. Bin okay damit. Ich habe noch mal eine in Blau von Ubay mit geradem. Aber da habe ich schon gemerkt, so, das ist eher nicht so... Mein Ding, ich mag eher die hier, komme ich ein bisschen besser damit zurecht und die trage ich auch ein bisschen häufiger. Aber habe ich natürlich auch gebraucht gekauft für 8 Euro geschossen oder so. Also da kann man echt bei Selfie auch ganz gut zuschlagen. Ja, und jeder, habe schon gesehen, jeder zweite, dritte, der so eine Basecap trägt, hat da die auf New Era heißt, glaube ich, die Marke oder so. Ist mir wurscht, soll nur von der Sonne halt einfach ein bisschen schützen, keine Ahnung. Aber ich sehe das schon als Favorit, weil das bringt halt echt schon viel. Manchmal muss ich sogar, also es kommt je nach Sonneneinstrahlung, manchmal muss ich sogar noch nicht mal eine Sonnenbrille tragen, reicht das hier. Aber mit Sonnenbrille zusammen, hey, neues Leben, kann man wirklich sagen, ein neues Leben. Jetzt habe ich natürlich meine Frisur zerstört. Meine Haare sind eh zur Zeit richtig übel. Ich nehme gerade neue Nahrungsergänzungsmittel, weil, ja, ich dachte immer so, ja, muss ich irgendwie akzeptieren mit meinen Haaren und so, dass das schnell einfettet, aber dass das eventuell auch ein Eisenmangel sein kann. Ich habe eh schon immer Eisenwerte, die eher so, naja, sind. Jetzt nehme ich mal ein Eisenpräparat und B-Vitamine, mal gucken. Ob sich da ein bisschen was ändert. Ich kann halt nicht jeden Tag meine Haare waschen. Nee, da sind die halt richtig übel, wie so kleine Federchen.
Ich werde euch berichten. Wahrscheinlich, nö, das machen wir hier auf dem Kanal. Also wenn es irgendwie positiv meine Kopfhaut getan hat, dann werde ich hier mal darüber was erzählen. Soll aber nicht darum gehen, sondern um die auch in letzter Zeit sowas von abartig viel getragen, dass ich mir tatsächlich überlege, mir noch schwarze zu holen. Denn die roten kannst du halt nicht immer tragen. Das hat bei mir so auch diesen. Ich habe ja immer Chucks getragen, ne? Und es hat bei mir so dieses Chucks-Tragen abgelöst. Weil das ist für mich so zurzeit wirklich so ein absoluter No-Brainer. Und die habe ich auch für wenig Geld geschossen. Zwar nie weniger. Und die waren auch, die habe ich auch gebraucht geholt. Und die waren sowas von krass, nagelneu. Schuhe mache ich nie bei Selfie. Schuhe mache ich meistens immer bei Momox Fashion erstmal besser aufgehoben, muss ich sagen, dass die Qualität besser. Die nehmen halt auch nicht alles an und das ist bei Schuhen schon wichtig. Halleluja, ich habe zwei von den Dingern. Also einen dritten brauche ich jetzt nicht mehr. Das sind so Blousons. Läuft aber auch bei Selby unter Bomberjacke. Und gerade wenn es so morgens noch nicht so mega warm ist, dann ist es halt super easy, so eine ganz, ganz leichte Jacke drüber zu schmeißen. Warum ich mir jetzt eine zweite geholt habe, ist ganz einfach. Die verschwitzt du halt richtig schnell. Na, so, weil das halt auch so ein Material ist. Ja, das gibt Mikroplastik ab. Aber manchmal will man auch ein bisschen anständiger aussehen und das liefert mir halt da so Bomberjacken, liefern mir das halt einfach. Ja, und das kaufe ich meistens Secondhand. Also die habe ich alle beide so um die 5 Euro geschossen. Kosten wirklich nicht viel. Müsst ihr echt mal gucken. So, ich habe mir tatsächlich zwei Dosen Holey gekauft. Plus zwei Proben, die ich jetzt auch eigentlich fast leer habe. Beide Proben haben mich schon überzeugt, aber ich habe halt auch gemerkt, es ist relativ schwierig, wenn du sowas holst. Also ich habe ADHS, ich langweile mich schnell an Sachen. Ne? Also es ist noch nicht super langweilig, aber ich habe halt einfach gemerkt, so die zwei Geschmäcker, bloß die zwei Proben, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Und da halte ich mich gerade noch so ein bisschen von ab, mir neue zu bestellen, weil da gibt es schon wieder neue Sorten. Peach ist ohne Koffein und das hier, boah, wie hieß der? Keine Ahnung. Der hieß, boah, der ist mit Mango und Kiwi einfach. Da ist ein bisschen Energy drin. Also nicht den ganzen Tag sowas trinken. Aber das Gute ist halt an den Dingern, die haben halt nicht so viel Kalorien mehr. Also eine Portion hat um die 20 Kalorien. Manche haben sogar weniger. Also es ist immer um die 20 Kalorien. Und das hilft mir halt. Ich bin halt nicht die allerstärkste im Trinken. Und da ist es halt ganz cool, was zu haben, was ein bisschen Geschmack hat. Ich mache mir erstens immer am Tag eine Kanne Tee. Die trinke ich über den Tag hinweg. Aber ich merke halt, davon trinke ich halt nicht so viel. Also eine Kanne trinke ich meistens schon. Aber dann habe ich halt meistens gegen Ende des Tages nur eine Kanne Tee drin, und statt einen Liter. Wir wissen alle, das ist zu wenig, ne? Und solche Sachen helfen mir halt da so ein bisschen, mich auszutricksen. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Parfüm, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gezeigt. Aber ich will mir jetzt auch nicht die mega riesen Sammlung zulegen. Das ist halt so ein Duft. Falls du mein letztes Video nicht gesehen hast, der ist ein bisschen frischer. Und das sind meistens immer Duftzwillinge. Eigentlich die allermeisten, die sie im Sortiment haben. Und der Glow-Duft, der ist halt sehr frisch und so. Und wenn es halt wärmer ist, dann neige ich eher zu so frischeren Düften als so zu so vanilligen. Und das liefert der halt. So eine Packung kostet unter 10 Euro. Ja, die waren früher ein bisschen günstiger. Und manche sind auch nicht von der Qualität so super, aber der, klar, es kann nicht mithalten mit einem teuren Parfum. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Aber so für den Sommer, für ein bisschen auftragen und so, ist es eine gute Sache. Aber denkt daran, Bernd Schneider hat das auch schon gesagt. Belästigt die Leute nicht mit eurem Duft, ne? Also nicht zu viel auftragen. Seitdem ich das von ihm gehört habe, so dachte ich mir nur so, ja, stimmt schon, immer nur so ein bisschen.
Na, weil du, manche Leute haben echt die Mega-Wolke, die sie hinter sich herziehen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und das meint Bernd Schneider wahrscheinlich mit Belästigung. Ich habe mir eine Mascara geholt. Das fand ich gerade an. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hier ist. Also die Marke, Hyperallergenic, glaube ich. Ich muss mal gucken und nachforschen. Entweder steht es hier im Bild dann drin, aber ich glaube, die Marke hieß Hyperallergenic. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, weil ich habe bei Müller bestellt. Ah, ja, bestelle ich mal. Und jetzt hat es halt wirklich so ein super perfektes Bürstchen und das harmoniert sehr mit meinen Wimpern. Also da lohnt sich, also bei Mascara lohnt sich immer ausprobieren, ne? Weil da sind wir wieder individuell und nicht an jeder kommt, glaube ich, damit zurecht. Aber ich mag die wirklich. Ich glaube, die hat um die 9 € gekostet oder so. Wenn ich das bei Müller noch finde, dann werde ich sie euch einfach mal hier einblenden. Das ist, glaube ich, die allereinfachste Sache, die wir machen können. Eine richtig gute Mascara. Also ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der alle halbe Jahre die Mascara austauscht, gell? Also das kann bei mir schon auch mal ein bisschen viel länger sein. Wenn es dann gruselig wird, schmeiße ich es dann immer weg, weil man muss schon immer dran denken, du machst hier am Auge rum, ne? Also bedenkt es wirklich. Und ja, aber nach einem halben Jahr sind die bei mir meistens immer erst so, dass ich die dann richtig gut finde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hier, LE-Produkt, leider. Also ich komme mit der Formulierung echt gut zurecht. Diese Serie, die sie da rausgebracht haben, sind sehr ähnlich formuliert, also fast identisch. Ich bilde mir aber bei dem hier ein, weil ich habe mir extra nicht das andere geholt, was im Standardsortiment ist. Ich bilde mir bei dem aber ein, dass das mit meiner Haut ein bisschen besser harmoniert. Also ich trage die echt gerne auf, weil es auch so ungefähr grob Handinnenfläche, also kommt einem Teelöffel gleich. 50 plus, denkt bitte daran, schützt euer Gesicht. Wenn ihr noch jünger seid, go for it. Wenn ihr schon älter seid, ist es nie zu spät, damit anzufangen. Ne? Also das beste Anti-Aging ist wirklich Sonnenschutz. Wenn ich mir manchmal TikToks angucke, auf TikTok sozusagen, was da für ein Scheiß verzapft wird. Ja, du musst dir nur Zinksalbe mit Tagescreme vermischen, was ich gesagt habe. Ich mir denke, what? Sind wir immer noch kein bisschen weiter, was das betrifft. Ist Sonnenschutz immer noch hochgiftig? Naja, du kannst den Leuten zum Teil nicht helfen. Also du kannst denen ja auch sowas nicht aufzwingen, wenn man es nicht nehmen möchte. It is what it is. Aber falls es den noch gibt, das ist leider ein LE-Produkt, greift zu, weil der ist schon in Ordnung. Ich sage extra schon in Ordnung. Es gibt bessere, aber bei mir funktioniert er halt, ne? Und das ist immer so eine Sache, ob du dann auch selbst Make-up trägst oder so. Ich kann natürlich dazu nichts sagen, ob das abrollt, aber er ist relativ dünn. Und die Sonnenschutzprodukte, die ein bisschen dünner sind, muss ich sagen, dass ich nichts Falsches sage. Nee, kann man so nicht sagen. Also probier es einfach aus, ob das bei dir mit Make-up zum Beispiel harmoniert. Ich mag den echt gerne und vom Preis her ist er in Ordnung. So, Teramide. Das ist irgendwie, das braucht sich ganz komisch auf. Das hatte ich noch nie. Ich wollte es gestern auch mal aufmachen, um es anzugucken, weil das sieht irgendwie aus, als wäre das irgendwie in so einem Plastik drin. Ich habe keine Ahnung hier. Also so komisch hat sich das bei mir noch nie aufgelöst und das sieht halt nicht, wenn du von außen so guckst, wie als hätte ich noch nichts für. Seht ihr das? Das hier? Das ist echt verrückt. Hier haben wir Q10 mit drin. Q10 nehme ich aber gerade auch als Nahrungsergänzungsmittel ein. Mal gucken, was passiert. Aber da musst du schon ein paar Wochen einnehmen, bevor da irgendwelche Benefits sich bemerkbar machen. Aber als Hautpflege ist es einfach eine richtig gute Sache. Und bei mir hat Q10 als Hautpflege immer gut funktioniert. Da ist richtig gut was drin. Und ich verwende das Teilchen halt einfach gerade rauf und runter, muss ich sagen. Würde ich es mir noch mal kaufen? Wahrscheinlich. Aber bei Skincare ist es bei mir ja so, dass ich, weil ich es ja auch hier auf dem Kanal vorstelle, dass ich ganz selten dazu komme, Dinge zweimal zu nutzen.
Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Ne? Also, wenn ich mir Dinge zweimal kaufe, wird es meistens schon schwierig, weil es dann irgendwie Rückstau gibt. Ich bin ja immer so eine, die die Sachen dann sehr präzise austestet und eben auch so ein bisschen aufbrauchen möchte. Klar, manchmal möchte ich sie halt auch aufbrauchen. Und das gebe ich nicht her, hallo, das gebe ich nicht aus der Hand. Retinol-Booster von Bayer und Söhne. Das hat auch viel Geld gekostet. Ich liebe das Zeug. Ich hatte davon erst eine Probe. Da lohnt es sich wirklich. Also zum einen, ob du es verträgst, weil Retinol ist schon, kann schon heftig sein. Also teste Retinol wirklich erstmal aus, ob du es nützen kannst. Und vor allem kauf dir nicht gleich so ein 50-Euro-Teilchen, weil das hat halt 50 € gekostet. Im Set war es ein bisschen billiger, aber nicht viel. Und das Tolle ist halt, wenn du weißt, die Bayer und Söhne Produkte funktionieren bei dir, dann machst du da halt auch nichts falsch. Ich nutze es relativ unregelmäßig gerade, merke ich gerade. Also ich habe das gar nicht so hundertprozentig in der Routine drin. Ich möchte es auch ein bisschen mehr wieder machen. Die Verpackung schützt das Produkt vor Licht. Also, das ist nicht weiß. Das ist eine durchsichtige, fast milchige Emulsion. Weiß ist sie nicht, ne? Also, obwohl das ja aus Glas ist. Aber der Schein trügt sozusagen. Aber ich lieb's. Und das hat schon viel zu bedeuten, wenn ich mir zuerst eine Probe für, das hat die 5 € gekostet oder so. Oder ein bisschen mehr, ich glaube ein bisschen mehr. Und ich mir das dann danach dann hole. Es war nicht direkt danach. Weil wie gesagt, 50 € ist halt schon auch Geld. Aber Retinol passt halt bei mir. Na, also in die Routine super rein. Und wenn du es verträgst, nützt es. Du kannst es auch tagsüber nützen. Aber nur mit Sonnenschutz, denn Retinol mag einfach keine Sonne. Das gilt natürlich dann auch auf dem Gesicht. Aber wenn du eine empfindliche Haut hast, würde ich das so dann nicht unbedingt machen, weil Retinol kann die Haut ja dann noch zusätzlich reizen. Also wenn du sowas testest, probier es erstmal aus. Farm Loves Face, stelle ich noch vor. Also heutzutage braucht keiner mehr ein Hyaluronserum. Halten wir mal fest. Ne? Hyaluronserum ist meistens immer nicht so mega spannend. Aber ich bin halt so jemand, ich liebe Feuchtigkeit auf meinem Gesicht, besonders am Morgen. Und da finde ich so Hyaluronserum meistens immer so ein schönes Plus. Wisst ihr, wie ich meine? Also man braucht es nicht notgedrungen, weil man hat ja eigentlich einen Toner. Und durch das, dass ich es eh jetzt für einen Kanal testen wollte, ich will da noch ein paar andere Produkte aus der Reihe testen, fand ich es eigentlich gar nicht mal so übel. Also, wie gesagt, aber da würde ich echt sagen, das kann wahrscheinlich auch jedes andere Hyalurongel bei mir erreichen. Das mache ich nicht an Farms Loves Face fest. Denn das Marketing ist ja so, jedes Produkt hat ja irgendwie auch ein Nahrungsmittel drin. Oder damit wird halt geworben sozusagen. Und ich weiß nicht, wie ich die Marke sehen soll. So, keine Ahnung. Also ich finde es halt schön. Die Flasche ist super schön. Und wie gesagt, das Produkt mag ich echt gerne. Habe aber auch schon eine Hautärztin auf TikTok gesehen, die da eher ein bisschen drüber hergezogen ist. Also wie gesagt, wenn ihr so jemand seid, der halt auch so ein bisschen eine Routine am Morgen hat, die so auf Feuchtigkeit basiert, das seid ihr hier an der richtigen Stelle. Aber bei Hyaluronsachen, so geligen Hyaluronsachen, müsst ihr mal aufpassen. Wenn ihr danach Make-up auftragt, kann sich das Make-up abpellen. Du bist wieder gefragt, was sind deine Favoriten der letzten Zeit? Hast du vielleicht irgendwelche Serien, die du uns empfehlen kannst? Oder Klamotten, die dir gut gefallen haben? Oder Skincare, die dich voll umgehauen hat? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich an der Stelle wieder abmelden. Sag danke fürs Einschalten. Über ein Däumchen würde ich mich echt freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüssi!